Hallo Zoe, was für eine Überraschung. Und, hast du die Ergebnisse vom Training schon? Wie sind deine Werte? Ja, eine Sekunde. Schusskraft 615, Präzision 85%, Schnelligkeit 2,6 und Kondition 9,2. Echt spitze, aber an der Kondition müssen wir noch arbeiten. Dir fehlt noch eine Menge, um Lorenzo zu besiegen. Wir müssen trainieren. Aber Zoe, fängst du jetzt auch schon damit an? Ihr wisst, dass ich nicht Kapitän sein will. Keine Diskussion. Wir trainieren und zwar morgen vor Unterrichtsbeginn. Vor dem Unterricht? Für die Bäckerei bist du früher auch um 5 aufgestanden. Also ein bisschen mehr Enthusiasmus. Bis morgen. Ist gut, wir sehen uns. Da hat wohl jemand super Erfolg bei den Mädels, ha? Huh? Komm, wir gehen aufs Zimmer, Gar. Ich meine, darfst du? Oder müssen wir zuerst deine Freundinnen fragen, ob sie dich lassen? Keine Ahnung. Wie viele Fragen sind es? Fängst du schon wieder mit Amadeus Prüfung an? Du hörst echt nicht auf, das macht mich noch ganz verrückt. Jetzt chillt doch mal, Jungs. Es sind nur 4 oder 5 Fragen, mehr nicht. Siehst du, 4 oder 5 Fragen. Hör auf das, was Dede das Genie sagt. Müssen wir da nur Gleichungen lösen? Nein, quadratische Funktionen sind auch dabei. Was? Echt jetzt? Ich dachte, die würden nicht drankommen. Es kommt alles vom letzten Jahr dran. Oh, aber das habe ich doch alles schon wieder vergessen. Hey, wenn ich dir einen auf den Schädel gebe, erinnerst du dich vielleicht? Lass ihr habt das. Wenigstens etwas, woran ihr euch erinnern könnt. Wir haben das bei mir in der Schule noch nie durchgenommen. Das ist alles total neu. Echt jetzt? Echt jetzt? Ja, keine Ahnung, wie ich die Prüfung bestehen soll. Wunderbar, seid ihr bereit für die Prüfung? Ihr habt genau eine Stunde. Als Hilfsmittel dürft ihr nur euren Taschenrechner benutzen. Das ist ganz einfach. Die Zeit reicht locker. Was redest du da? Mein sieht aus, als wär's auf Chinesisch. Die Quadratwurzel aus 2.300.000 multipliziert mit Pi ergibt. Wie hast du das so schnell ausgerechnet? Weil es super einfach ist, Dede. Gabo, hast du meinen Taschenrechner dabei? Ah, ja, hier ist er. Oh, ein Glück. Oh, da ist einer von den Neuen. Aber wie soll ich denn mit dem Ding hier irgendwas ausrechnen? Jungs, die Zeit ist um. Gebt bitte eure Zettel ab. Nein, Amadeo, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht so weit. Das ist miserabel, alles... Duarte. Miserabel. Moretti, in welchem besonderen Fall ergibt 2 plus 2 5? Ah, ganz einfach, wenn man schlecht addiert. Hammer! Gut, Moretti, super. Flores, was sagt eine 0 zu der anderen? Wir sind gar nichts. Knaller. Exzellent, Flores. Duarte, wieso ist dein Mathematikbuch die ganze Zeit traurig? Traurig? Wie traurig? Ich verstehe es nicht. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Falsch! Das war doch gar keine Antwort. Das Mathematikbuch ist traurig, weil es viele Probleme hat. Ihr seid alle durchgefallen und das ist nur Duartes Schuld. Was? Nein, wie bitte? Was soll das? Das ist alles deine Schuld, Alter. Fisch, ach so, jetzt verstehe ich das. Hey Gabo, was machst du? Ich versuche nur, diese Polynomfunktion dritten Grades zu verstehen. Das hier ist echt ein Albtraum. Und das sagst du mir? Ich glaube, du hast mich angesteckt mit deiner Prüfungsangst. Ich bin auch schon total nervös. Oh, hast du mal auf die Uhr gesehen? Wieso gehst du nicht schlafen? Wir haben morgen einen langen Tag. Ich bin gleich fertig, dann lege ich mich hin. Ich verstehe nicht, wie du bei diesem Lärm überhaupt noch lernen kannst. Dede, wach auf! Wir haben eine halbe Stunde, um uns zu duschen, uns anzuziehen und unsere Sachen für den Unterricht zu packen. Dede, wach auf! Als hätte ihn ein Elefant getreten. Ich bin schon wach! Na endlich, beeil dich, ich muss als erstes ins Bad. Ah, perfekt, ich halte noch einen Tag durch. Ich muss mich heute nicht duschen. Wo sind meine Shorts? Na, da, wo du gerade suchst. Nein, ich meine die roten, die aussehen wie von einem Clown. Ah, meinst du etwa die da? Sehr angenehm, willst du sie wiederhaben? Nein, ich schenke sie dir, behalt sie ruhig. Okay. Ich hatte einen schrecklichen Traum. Na und ich erst, ich habe von der Matheprüfung geträumt, du etwa auch? Nein, viel schlimmer, von Lorenzo. Oh, armer Ricky. Meine Glücksstrümpfe, wo sind sie? Oh, ah, da sind sie ja. Ich habe sie als Lesezeichen benutzt, als ich gestern gelernt habe. Was ist das denn? Die stinken schon nach Zwiebeln. Das, eines Tages werde ich sie waschen. Nein. Waschen verboten. Die brauche ich heute für das Training. Verstanden? Ah, ich gehe duschen. Du hast doch einen Knall. Warte.
Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, wir haben was vergessen. Geht mir auch so. Und zwar schon seit ich aufgewacht bin.